Message number 4, September 29, 1977. Maitreyas Botschaft Nummer 4. Am 29. September 1977. My dear friends, I am pleased indeed to be able to speak to you once more in this fashion. Meine lieben Freunde, ich freue mich in der Tat, ein weiteres Mal mit euch auf diese Weise sprechen zu können. Many await my coming with reverence and also with some fear. This is inevitable. Viele erwartet mein Kommen mit Ehrfurcht und auch mit etwas Angst. Dies ist unvermeidlich. My coming will mean the end of the old order of things. All that is useless no longer serving the purposes of man can now be discarded. Mein Kommen wird das Ende der alten Ordnung bedeuten. Alles, was nutzlos ist, den Zwecken des Menschen nicht mehr dient, kann jetzt verworfen werden. This will cause many to grieve, but so it must be. My friends, my children, I am here to show you that there exists for man a most marvelous future. Das wird viele betrübt machen, aber so muss es sein. Meine Freunde, meine Kinder, ich bin hier, um euch zu zeigen, dass auf den Menschen eine äußerst wundervolle Zukunft wartet. Decked in all the colors of the rainbow. Glowing with the light of God. Man one day will stand upright in his divinity. This I promise you. Geschmückt mit allen Farben des Regenbogens, strahlend im Lichte Gottes, wird der Mensch eines Tages in seiner Göttlichkeit aufrecht stehen. Das verspreche ich euch.
I am a simple man, and simply I make my appeal to you. Trust me. Follow me. Let me take you into the future time. Ich bin ein einfacher Mann und einfach mache ich meinen Appell an euch. Vertraut mir, folgt mir. Lasst mich euch in die Zukunft mitnehmen. On the basis of love, on the basis of sharing, on the basis of brotherhood. Auf der Grundlage von Liebe, auf der Grundlage von Teilen, auf der Grundlage von Brüderlichkeit. Let me show you the way into that state of simple interdependence, of justice, correct alignment with your source and your brothers. Lasst mich euch den Weg zu dieser einfachen, gegenseitigen Wechselbeziehung zur Gerechtigkeit, zur korrekten Ausrichtung auf eure Quelle und eure Brüder zeigen. Many will heed me, but not all. Nevertheless, my army of light will surely triumph. Many will see me soon and know me not. Viele werden mir Beachtung schenken, aber nicht alle. Nichtsdestoweniger wird meine Armee des Lichts sicherlich triumphieren. Viele werden mich bald sehen und mich nicht erkennen. Many will see me soon and recognize me. They are my people. Be you one of them. My heart flows with love for you all. Viele werden mich bald sehen und mich erkennen. Das sind meine Leute. Sei du einer von ihnen. Mein Herz fließt über mit Liebe für euch alle. Please receive the blessing of Christ. May the divine light and love and power
the one God. Be now manifest within your hearts and minds. May this manifestation lead you to seek and to know that self which is God. Ihr empfangt den Segen des Christus. Möge das göttliche Licht und die Liebe und Kraft des einen Gottes sich jetzt in euren Herzen und Gedanken manifestieren. Möge diese Manifestation dich dazu führen, das Selbst zu suchen und zu erkennen, dass dies Gott ist.